Brief eines besorgten Bürgers. Du scheinst beinahe täglich in diesem Gasthaus zu sein. So wie ich. Kommst du denn aus Weihwasser? Er schüttelte nur mit dem Kopf und starrte auf seinen geleerten Krug. Erneut beginnen die Phantomschmerzen an meinem linken Arm. Ich zucke kurz, was ihm nicht in Gang ist. Ausdruckslos starrt er auf meinen vernarbten Stumpf. Ich starre zurück und nehme ihn vom Tresen. Das ist schwer zu erklären, erwidere ich ruhig. Er zieht sich seine Kapuze tiefer in das Gesicht und murmelt ein leises, aber aufrichtig klingendes: Tut mir leid. Ich denke, er tut dies, damit man sein vernarbtes Gesicht nicht genau betrachten kann. Ich winke den Wirt heran und bestelle erneut 2 Biere. Eines für ihn, das andere für mich. Er bedankt sich und mustert mich aus den Augenwinkeln heraus. Ich seufze leise. Wie hast du sie verloren? Deine linke Hand? Fragt er mich schließlich und durchbricht damit die kurz aufkommende Stille. Das glaubst du mir nicht. Kopfschüttelnd nehme ich einen großen Schluck von meinem Bier. Ich würde ja sagen, es war ein Jagdunfall. Aber damit wäre das vermutlich nicht gewesen. Stimmt's? Lache ich. Verzeihung, die Frage war unangebracht, murmelt er und schaut auf seinen Bierkrug. Nun, angefangen hat es mit einigen Aushängen. Du weißt schon, ein schwarzes Brett der Dorfbewohner, an denen sie in den verschiedensten Angelegenheiten Hilfe suchen. Natürlich gegen Bezahlung. Diese Bretter waren zu Beginn nicht weit verbreitet. Doch ich hörte, dass immer mehr Ortschaften auf solche Anschlagtafeln setzen, wenn es um Probleme geht, die sie selbst nicht lösen können. Und für die ein Söldner zu kostspielig ist. Ich habe mir mal hier und da, wo ich mich gerade aufhielt, die Besten rausgepickt, den Auftrag erfüllt und das Silber kassiert. Beginne ich meine Schilderung und nehme erneut einen großen Schluck des erfrischenden Getränks. Mein Nachbar erwidert nichts. Er hört einfach aufmerksam zu. Es lief wirklich gut. Die meisten Aushänge bezogen sich auf das Aufspüren von entlaufenen Tieren und hin und wieder auch mal ein Kind. Keine große Sache. Ich bin ein sehr gefragter Jäger. Und was Fährtenlesen angeht, macht mir keiner was vor. Ich lebe zwar hier in Weihwasser, bin aber aufgrund meines Berufs viel in den umliegenden Dörfern und vor allem den Wäldern unterwegs. Auch lasse ich von meiner Beute nichts verkommen. Das Fleisch wird verkauft. Auch die Knochen werden entweder an Handwerker verkauft, die daraus wiederum Werkzeug herstellen, oder sie landen eben in einer Suppe. Ebenso verkaufe ich die Felle. Was ich nicht verkaufe, nehme ich wieder mit nach Hause. Oder überlasse es den aus den Gesindeviertel. Die freuen sich da genauso darüber. Insbesondere, wenn der kalte Winter vor der Tür steht. Der Mann nickt zustimmt, bleibt dennoch nach wie vor stumm. Er scheint an meiner Geschichte wirklich interessiert zu sein. Wo kommst du her? Frage ich ihn freundlich. Er sieht mich nicht direkt an, vermeidet seit Beginn dieser Unterhaltung jeden Blickkontakt. Ist das wichtig? Fragt er müde klingt. Nicht unbedingt. Vielleicht zum besseren Verständnis. Aber sonst, Er schweigt und ich vermute, dass er darüber nachdenkt, diese Information mit mir zu teilen. Gerade als ich ihm sagen will, dass er sich zu keiner Antwort gezwungen fühlen soll, antwortet er. Ich komme aus Emmerit. Das Dorf Emmerit, das an den Nebelwald angrenzt, frage ich überrascht. Er nickt stumm.
Was für ein Zufall. In diesem Wald habe ich meine Hand verloren, kichere ich etwas nervös. Ich habe keinen Schimmer, weshalb mich plötzlich eine Nervosität ergreift. Doch ich schiebe dies beiseite und konzentriere mich wieder auf meine Erzählung. Naja, also ich streife durch die umliegenden Dörfer und kam durch Emmerit. Am östlichen Ausgang befindet sich ja, wie du vermutlich weißt, eine Anschlagtafel. Ich sehe zu ihm hinüber. Er nickt erneut lediglich, ohne auch nur den kleinsten Laut von sich zu geben. Ein merkwürdiges Gefühl breitet sich in meiner Magengegend aus. Und ich trinke mein Bier in einen Zug aus. Daraufhin bestelle ich ein neues. Mein Gesprächspartner hat seines noch immer nicht angerührt. Vielleicht mag er kein Bier. Bitte, fahre fort, äußert er und überrascht mich damit. Die lange Denkpause muss ihm aufgefallen sein. Auch muss seine Neugier ungezügelt sein, wenn er mich beinahe drängend darum bittet. Also ich las mir die Aushänge durch. So gut wie alles bezog sich auf vermisste Tiere, hauptsächlich Hunde und Katzen. Darunter waren aber auch eher ungewöhnliche, wie zum Beispiel, dass jemand den Verlust von 5 Hühnern in nur einer Nacht beklagte. Oder gleich eine ganze Kuh verschwand. Diese Leute bezahlten gut für jeden Hinweis. Da fiel mir schließlich der Brief eines besorgten Bürgers auf. Ich versuche, ihn so gut wie möglich wiederzugeben. Ich räusperte mich kurz. Werte Mitmenschen, oder einfach Idioten, öffnet eure Augen. Auch mir ist nicht entgangen, dass sowohl unsere Haustiere als auch unser Nutzvieh verschwindet. Denn so gut wie jeder Nacht haben wir immer irgendeinen Verlust zu beklagen. Hat eigentlich jemand den alten Jim gesehen? Ich habe ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Einzig seine Angelausrüstung durfte ich aus dem Fluss fischen. Und jetzt überschlagen sich diese seltsamen Ereignisse. Denn nun ist ebenfalls ein Kind verschwunden. Wie in allen Fällen davor, wurde auch hier, bis auf Blut, keine weitere Spur gefunden. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Kein einziges Tier wurde je wieder gesehen. Und auch die Familie Green hat kaum Hoffnung, ihr kleines Mädchen wieder in die Arme schließen zu können. Wie lange sollen wir denn noch stillsitzen? Wann reagieren wir endlich? Wann unternehmen wir etwas? Bis die nächsten Kinder verschwinden? Eure Kinder? Ich appelliere an euren Verstand. Sammeln wir genug Silber zusammen, um fähige Söldner darauf anzusetzen und diesen Schrecken ein Ende zu bereiten. Ein besorgter Bürger. Das war in etwa der Inhalt. Du siehst eigentlich genau mein Fall. Ich vermutete ein Raubtier. Das mit dem Kind war schon eigenartig. Aber das Mädchen hätte sich auch gut verlaufen können. Oder ähnliches. Ich entschied mich, mit der Familie Green mal zu unterhalten. So klopfte ich an ihre Tür. Und die Dame des Hauses öffnete geschwind. Ihren Gesichtsausdruck nachzuurteilen, als sie mich sah, glaube ich, hatte sie darauf gehofft, ihre Tochter statt mich zu sehen. Frau Green war eine große, schlanke Frau. Ihre langen, blonden Haare trug sie zu einem Dutt gebunden. Ihre blauen Augen waren vom vielen Wein gerötet und ebenso geschwollen. Ich bemerkte diese kleine Narbe an ihrer Unterlippe, als sie den Mund zum Sprechen öffnete. Ich erklärte mich und verkündete, den Auftrag anzunehmen und mich im Nebelwald umzusehen. Sie gab mir Informationen zu Clara, ihrer Tochter. Clara spielte draußen. Sie hielt sich oft hinter dem Haus auf, da sie meinte, von dort könne sie immer einen wunderschönen Fuchs im Wald beobachten. Außer Clara schien aber nie jemand einen Fuchs im Nebelwald gesehen zu haben. Zugegeben, da der Nebel in diesem Wald häufig sehr dicht ist, geht auch kaum jemand hinein. Aber auch Clara durfte sich nie dem Wald nähern. Was mich schlussfolgern ließ, dass sich dieser Fuchs aus dem Wald hinausgewagt haben musste,
und eventuell sogar für die verschwundenen Hühner verantwortlich war. Da Clara von heute auf morgen verschwunden ist, wäre es gut möglich, dass sie diesen Fuchs sah und ihn heimlich gefolgt ist. Dann könnte sie sich durch den dichten Nebel im Wald verlaufen haben. Doch dies erklärt nicht das hinter dem Haus aufgefundene Blut. Ich musste nach einem blonden Mädchen Ausschau halten, welches wohl in ihrem hellblauen Nachtkleid durch den Wald wandert. Ich pausierte. Mein Mund fühlte sich trocken an. Und erneut leerte ich meinen Bierkrug. Das ist der dritte. Und allmählich breitet sich eine Wärme in mir aus. Ich bestellte den vierten Krug und schaute zu ihm rüber. Er starrte weiterhin auf das noch immer volle Gefäß. »Magst du nicht trinken?« fragte ich ihn daraufhin. Er verneinte kopfschüttelnd und ich zuckte nur mit den Schultern. »Und, hast du das Mädchen gefunden?« Das vierte Bier wurde mir gerecht und ich setzte meine Erzählung fort. »Ich untersuchte die Umgebung, die Orte, an denen sich Clara aufhielt. Da das Kind aber bereits vor 2 Nächten verschwand, war es schwierig, etwas Brauchbares zu finden. So betrat ich den Wald hinter dem Haus der Greens. Ich hatte Glück, denn der Nebel schien anders als sonst nicht sehr dicht zu sein. Den Blick zum Boden gerichtet bewegte ich mich achtsam. Ich hoffte auf Fußspuren oder ähnliches. Mir war nicht wirklich aufgefallen, wie tief ich mich in den Wald bewegte. Irgendwann schrak ich hoch, da ich das Brechen von Geäst vernahm. Ich sah auf, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches erkennen. Da fiel mir schließlich auf, wie weit ich bereits gelaufen war. So weit schon und noch immer keine Spuren. Ich beschloss, am Stamm einer massiven Buche eine Pause einzulegen. Wie ich da saß, fiel mir plötzlich etwas auf. Gegenüber, am Ast eines weiteren Baumes hängt, bewegte sich ein blauer Stofffetzen im Wind. Sofort sprang ich auf und lief hinüber. Doch den Stoff zu erreichen, schien unmöglich. Er hing zu weit oben. Meiner Einschätzung nach, da bin ich mir sicher, war das ein Stück von Claras Nachtkleid. Ich habe versucht, den Baum hinaufzuklettern. Ein gutes Stück bin ich vorangekommen. Da ertönte von unterhalb plötzlich eine Frauenstimme. Hallo? Ich spürte, wie mich ein kalter Schauer durchfuhr. Ich fröstelte mich plötzlich. Ich starrte auf den Inhalt in meinen Krug und kippte ihn hinunter. Dieses Ereignis, Revue passieren zu lassen, sorgte dafür, dass meine Hand zu zittern begann. Mein Gesprächspartner entging dies nicht. Ich merkte, wie er mich aus den Augenwinkeln beobachtete. Stumm. Und irgendwie erschlich mich das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Wer war die Frau? Wollte er wissen. Ich stoß auf. Nachdem ich den nun vierten Krug geleert habe und entschuldige mich für dieses Benehmen, rasch bestelle ich den fünften, bevor ich mich wieder meiner Schilderung widme. Langsam wirkt das Bier. Ich erschrak zu Tode. Irgendwie hatte ich den Halt verloren und rutschte den Stamm hinunter. Meine Landung war unsanft. Doch ich schürfte mir lediglich, allerdings recht übel, die Haut von den Handflächen und Unterarm auf. Es blutete. Ich sah zu der Frau und starrte in ein mir bekanntes Gesicht. Es war Frau Green. Ich war völlig verwundert. Sie starrte mich nur an und fragte, was ich da tue. Was machen Sie da? Und da war ich nun gänzlich verwirrt. Wie, was ich hier tue? Gute Frau, Sie wissen doch, dass ich nach Ihrer Tochter suche. Dort oben ist das nicht ein Stück von Claras Kleidchen? Ihr Blick folgte meiner Bewegung. Sie starrte auf den Stofffetzen. In meinen Gedanken stellte ich mir noch sämtliche Fragen, wie zum Beispiel, wo sie so plötzlich herkam oder wie sie mich so schnell einholen konnte. Ihr Ausdruck war völlig emotionslos. Ich musterte sie genau. Etwas an ihr war anders. Es war verkehrt und fühlte sich falsch an.
Sie wirkte komplett deplatziert. Weißt du, was ich meine? Mir kam es so vor, als wäre sie wie ausgewechselt. Und, naja... Wortlos starrte sie mir in die Augen. Dann legte sie den Kopf schief und ihr Blick wanderte zu meinen blutenden Händen. Als ich sah, wie sie sich mit der Zunge über ihre Unterlippe leckte, bemerkte ich etwas, das mich schon weit mehr als nur in Unbehagen hüllte. Die Narbe. Sie hatte keine Narbe an der Unterlippe. Abgeneigt schüttelte ich den Kopf und zwang mich erneut zu einer Pause. Auf einmal begann der Mann in seiner Manteltasche zu wühlen und zog ein vergilbtes Stück Papier hervor. Er bittete den Wirt um Feder und Tinte. Dieser suchte ein wenig, bevor er ihnen die erbetenen Gegenstände aushändigte. Ich sah zu, wie der Mann damit begann, etwas auf das Papier zu kritzeln. »Ich höre dir weiterhin zu«, sagte er, ohne vom Pergament aufzusehen. Mein Arm begann erneut zu schmerzen. Ein Schluck meines Bieres, bevor ich zum Höhepunkt der Erzählung komme. Etwas stimmte nicht und mich überkam eine unrealistische, doch auch nicht zu widergehende Erkenntnis. Das war nicht Frau Green. Ich wich zurück und zog mein Jagdmesser. Schützend hielt ich es vor mich, während ich mich langsam entfernte. Alles passte. Alles, bis auf zwei Dinge. Die Art, wie sie sich verhielt, und die Narbe an der Unterlippe. Ansonsten war es 1:1 sie. Da sich mein Messer gezogen hatte, muss sie irgendwie wütend gemacht haben. Vielleicht hat sie sich bedroht gefühlt. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich. Sie zog die Augenbrauen zusammen und blickte mich wütend an. Dann geschah etwas, das mir bis heute die schlimmsten Albträume bescherte. Sie begann sich zu krümmen, schien Schmerzen zu haben und verrenkte ihre Gliedmaßen unnatürlich. Dann spuckte sie viel Blut und ihr Körper begann sich zu verändern. Der Körper formte sich neu. Das ist nicht zu beschreiben. Aus den Menschen vor mir wurde plötzlich eine riesige Füchsin. Ich meine, es war eine Füchsin. Aber sicherlich einen Meter groß, wenn nicht größer. So surreal, die Angst durchflutete meinen Körper. So stand ich da, zitternd und wimmernd, wie ein Kleinkind. Dann stürzte sie sich auf mich. Ich denke, er wird mich verrückt erklären. Aber er schweigt weiterhin. Konzentriert widmet er sich einzig dem Papier. Bevor er mich erneut drängt, weiterzuerzählen, komme ich ihn lieber zuvor. Das Biest zielte auf meine Kehle und nur mühsam konnte ich sie davon fernhalten. Ich befand mich in einem Todeskampf und blankes Entsetzen sowie ein verdammt starker Überlebenswille keimte in mir auf. Ich spürte das Adrenalin in meinen Adern und begann ohne Unterlass auf dieses Monster einzustechen. Sie verbiss sich in meiner linken Hand. Ich spürte nicht, wie sie mir erst die Finger abbiss und dann den Rest meiner Hand zerfleischte. Zu viel Adrenalin, zu viele Gedanken. Unser Blut vermischte sich. Ich stach selbst dann noch auf sie ein, als sie sich schon nicht mehr bewegte. Wahrlich, ich stand unter absolutem Schock. Ihr Kopf, der Hals und die Brust. Alles war blutdurchdrängt. Das war die erste Beute, die ich nicht mit nach Hause nahm. Nachdem ich mehr oder weniger einen klaren Gedanken fassen konnte, verband ich meine Hand provisorisch und rannte, als wäre der Teufel hinter mir her. Einfach raus aus diesem gottverdammten Wald. Meine Hand konnte nicht mehr gerettet werden. Und so wurde sie amputiert. Ich leerte auch diesen Krug und schaute auf den Stumpf. Das werde ich niemals vergessen. Und zum ersten Mal habe ich jemanden erzählt, wie es wirklich dazu gekommen ist. Und ich habe ehrlich keine Ahnung, warum. Ich kenne ihn ja nicht einmal. Er beendete sein Gekritzel, wartete kurz, bis die Tinte getrocknet war, und steckte sich das Papier in die Tasche. Dann stand er von seinem Stuhl auf.
Danke. Das war sehr aufschlussreich. Wenn du mich nun entschuldigen würdest, ich muss noch einen Aushang machen. Äußerte er und verließ das Gasthaus. Ich sah ihm hinterher. So ein komischer Typ. Da fällt mir ein, dass ich nicht einmal nach seinem Namen gefragt habe. Und auch sonst kommt mir das alles plötzlich sehr eigenartig vor. Ich bezahlte schnell den Wirt. Ein wenig schwankend erhob ich mich ebenfalls und lief ihm hinterher. Vermutlich hatte ich zu viel getrunken. Und das Bier war daran schuld, dass ich ihm jetzt nachsetze. Eine gewisse Neugier würde ich aber auch nicht abstreiten. Es sagte, er wolle einen Aushang machen. Also lief ich direkt zur einzigen Anschlagtafel in Weihwasser. Sie lag ein wenig abgelegen. Genau genommen an der Stadtgrenze. Sie wurde dort platziert, damit man beim Verlassen oder Betreten der Stadt direkt einen Blick darauf werfen kann. Es ist schon spät geworden. Die Dunkelheit erschwert es mir zusätzlich, in einer geraden Linie zu laufen. Vor mir konnte ich die Fackeln sehen. Das bedeutet, die Anschlagtafel ist in Sichtweite. Ich bin von mir selbst überrascht, dass ich die Anschlagtafel trotz meines Zustandes so fix erreicht habe. Naja, ich kenne die Stadt ebenso gut wie meine Westentasche. Als ich vor der Tafel stehe, erhasche ich einen Blick auf den Mann, der bereits das Stadttor passiert hat. Er läuft in Richtung des Flusses. Schnell durchforste ich die Tafel und starre auf den einzigen Aushang. Meine Benommenheit fällt schlagartig von mir ab, als ich die Worte lese. Die Bestie hat Witterung aufgenommen. Der Jäger wird zum Gejagten und nicht zuletzt zur Beute. Auch ich werde nichts verkommen lassen. Das ist ein Versprechen. Die letzten Worte lese ich laut vor. Gezeichnet ein besorgter Bürger. Noch einmal schaue ich in Richtung des Flusses. Sehe mich nach dem Mann um. Der Alkohol muss dafür verantwortlich sein. Ich reib mir die Augen. Ich habe zu viel getrunken. Andernfalls kann ich mir nicht erklären, weshalb ich statt den Mann plötzlich einen großen Fuchs in der Dunkelheit verschwinden sehe.